Dann fangen wir einen Punkt an, oder? Okay. So, dann fangen wir jetzt an. Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in ökonomische Handel des Rechts. Wir sind jetzt schon in Grundlagen. Entschuldigung. Heute tatsächlich ein paar organisatorische Sachen. Und zwar hatte ich ja diese Zwischenevaluation durchgeführt. Wollte ich Ihnen kurz zeigen, was dabei rausgekommen ist. Wir hatten insgesamt 28 Feedbacks. Ich möchte das nicht werten, aber es ist nicht spektakulär viel, aber es ist auch nicht katastrophal wenig. Es ist okay. So, die erste Frage war, ich finde die Vorlesungsaufzeichnung hilfreich, weil ich so in meinem eigenen Tempo lernen kann. Die meisten haben da eher zugestimmt. Das finde ich gut. Die zweite Frage war so ein bisschen eine Fangfrage. Ich finde die Vorlesungsaufzeichnung hilfreich, weil ich so den Vorlesungsstoff gut nacharbeiten kann, ohne viele Lehrbücher nachlesen zu müssen. Das ist natürlich nicht der Zweck der Vorlesungsaufzeichnung, dass Ihnen das Lesen erspart bleibt. Wenn Sie das Gefühl haben, dann kann ich Ihnen ja schon sagen, dass Sie sich täuschen und spätestens jetzt anfangen, wirklich ein bisschen zu lesen. Ja, aber das war auch ein Zweck der Zwischenevaluation, um das zu sehen, wie da Ihre Einschätzung ist. Ach ja, wenn ich auf die Ergebnisse eingehe, dann tue ich natürlich immer so, als ob die Leute, die da mitgemacht haben, repräsentativ sind. Ne? Also mehr kann ich nicht machen. Dritte Frage, Vorlesungsaufzeichnung ist überflüssig, ich brauche nur Literatur und Folien, sagen die meisten nein. Wenn ich etwas nicht verstehe, stelle ich eine entsprechende Frage im Diskussionsforum. Ja, einige stimmen zu, aber einige sind auch eher so in der Mitte. Ja, da würde ich Sie ermutigen, falls Sie da irgendwie Hemmungen haben, Es gibt keine dummen Fragen. Ich werde niemanden anmotzen, weil ich die Frage dumm finde. Sie können mich anmotzen, wenn ich schlecht antworte, aber umgekehrt wird das nie der Fall sein. Das ist der Zweck des Diskussionsforums. Wenn Sie was nicht verstehen und es auf die Schnelle nicht lösen können, dann ab ins Diskussionsforum damit. Ne? Dafür ist es da. Dann nächste Frage, sehr interessant. Ich höre mir die Vorlesungen lieber im Hörsaal an, weil ich da direkt Nachfragen stellen kann. Das war sehr gemischt. Also es gibt Leute, die stimmen zu, es gibt Leute, die stimmen überhaupt nicht zu. Und in der Mitte, ja, also da gibt es kein eindeutiges Bild. Einige haben lieber nur die Aufzeichnung, einige haben die Vorlesung im Hörsaal. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Dann in Bezug auf das Tutorium. Ich möchte im Tutorium lieber einen Großteil der Zeit damit verbringen, an der Lösung zum Aufgabenblatt zu arbeiten. Ja, das habe ich einfach nur zur Überprüfung nochmal reingetan. An sich haben wir ja dafür eine Lösung gefunden, ne? Dass die Leute sich versuchen zu sortieren in verschiedene Gruppen. Und die Tutoren, wenn ich es richtig verstehe, versuchen so eine Art Mittelweg zu fahren. Ja, einfach nur, um da ein Meinungsbild auch zu haben. Dann die nächste Frage war, ich bin Teil einer festen Lerngruppe und so weiter und so weiter. Und da haben die meisten geantwortet, nein. Und das ist natürlich unvorteilhaft. Ne? Also ich weiß, dass es schwer sein kann, wenn Sie ein neues Studium anfangen und da keine feste Clique haben, aber es ist total schlecht, wenn Sie immer nur ganz alleine lernen. Ne? Also, Ihnen geht sehr viel verloren und sehr viel Potenzial an Sachen aufzuholen, wenn Sie mal was verpasst haben oder wenn Sie was nicht verstehen. Und ich meine, ja, nutzen Sie das Diskussionsforum. Von mir aus können wir da eine Partnersuche einrichten oder eine Lerngruppensuche. Aber es ist total wert, ne? Sich ein paar Leute zu suchen. Und das geht ja auch über diese Veranstaltung hinaus. Okay, aber ich bin nicht Ihr Kindergärtner. Ich kann Sie nur ermutigen, sich eine Lerngruppe zu suchen. Ja, und dann die Freihandanmerkung. Viermal wurde angemerkt, dass ich oft zu leise spreche. Ich bin dankbar für den Kommentar, aber ich hätte mir gewünscht, dass irgendjemand das früher schon sagt. Ja? Und nicht bis zur Zwischenevaluation darauf wartet. Ja, für den Rest des Semesters, wenn Sie irgendwas stört, wenn Sie meinen, ich könnte vielleicht was ändern, dann bitte kommunizieren Sie. Ich kann leider nicht Gedanken lesen. Es wäre sehr praktisch manchmal. Ja, Husten ist ziemlich laut, wenn ich ins Mikro huste zu Hause. Ich habe es mal angehört, es ist tatsächlich sehr laut und ich versuche. Es kommt manchmal sehr plötzlich. Ja, aber ich meine, wenn Sie gute Kopfhörer aufhaben, dann tut das echt weh.
Ich habe es gemerkt. Folien früher einstellen, klar, versuche ich. Es kommt immer darauf an, wie ich vorankomme. Lösungsvorschläge zu den Tutorien sollten leserlicher sein. Das kann ich natürlich nicht von oben herab ändern. Wenn Sie im Tutorium sitzen und auf Ihrer Folie schreiben, dann überlegen Sie sich doch bitte, wie Sie es gerne hätten, wenn jemand anders das einstellt, und dann wird automatisch Ihre Schrift ein bisschen leserlicher. Ich weiß, das kann man nicht alles beeinflussen. Meine Schrift ist super unleserlich, deswegen lasse ich das meistens mit den Folien. Aber denken Sie an Ihre Kommilitonen und versuchen Sie so zu handeln, wie Sie es gerne hätten. Bei den Folien gibt es oft Pausen und es entsteht der Eindruck, der Vortragende weiß nicht so genau, worüber er redet. Das hat damit zu tun, dass ich die Vorlesung wirklich zum ersten Mal halte und dass es nicht mein Spezialgebiet ist. Ich werde versuchen, so gut wie möglich vorbereitet zu sein, aber meistens ist es so eine Just-in-Time-Vorbereitung. Und dann passieren halt manchmal Pausen. Zu viel Stoff. Es gibt immer ein paar, die das Gefühl haben, dass ein bisschen zu viel Stoff ist. Und leider macht es keinen Sinn, darüber zu diskutieren, weil es gibt zu divergierende Interessen, als dass wir da sinnvoll darüber diskutieren könnten. Ein Abkürzungsverzeichnis, wenn Mathematik benutzt wird. Das werde ich ab heute benutzen. Ich habe Ihnen ja schon mal ein Vorschaubild gezeigt, wie das aussehen könnte. Das ist tatsächlich wahr. Ne? Wenn wir über mehrere Folien hinweg ein Modell besprechen und dann irgendwann, ich kann nicht immer alle Abkürzungen mitschleppen, weil ich dann keinen Platz mehr auf der Folie habe, und deswegen zumindest für die Aufzeichnung werde ich es dann rechts am Rand haben und versuchen dran zu denken. Und am Ende der Folien ist dann nochmal ein eigenes Kapitel mit den Abkürzungen, falls Sie sich das ausdrucken wollen. Fehler ex post korrigieren. Ja, selbstverständlich. Klausurinformationen, mehr Informationen darüber, wie die Vorlesung zusammenhängt mit der Klausur. Sie haben jetzt einmal gesehen, wie so eine Aufgabe aussehen könnte. Was das Organisatorische der E-Klausur angeht, werden Sie natürlich rechtzeitig noch ausführliche Informationen erhalten. Und ich werde in den nächsten Wochen einfach versuchen, ein paar noch mehr beispielhafte Klausurfragen Ihnen zu zeigen, natürlich ohne Lösung, einfach damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie ich Wissen abfrage in der elektronischen Klausur. Einer sagt, er hat die Vorlesung viel lieber im Hörsaal. Ja, ist Geschmackssache. Ich werde das Konzept jetzt nicht komplett wieder umändern und jetzt jeden Freitag im Hörsaal halten. Ich mache es einfach jetzt als Kompensation. Ne? Also dafür, dass ich ein paar Wochen die Vorlesung gar nicht im Hörsaal stattgefunden hat, hole ich es ein paar Mal nach. Aber ich werde weiter an dem Konzept festhalten, einmal im Hörsaal und einmal zu Hause zu halten. Dann gab es auch positive Kommentare. Viele finden es toll, dass es auf YouTube eingestellt wird, dass es überhaupt aufgezeichnet wird, dass es schnell eingestellt wird, dass ich Notizen bereitstelle. Und es ist auch positiv, dass ich immer versuche, so ein bisschen das in den Kontext zu setzen. Mit was haben wir behandelt und so weiter. Ich habe das Gefühl, ich wollte noch was dazu sagen, aber vielleicht fällt es mir nachher ein. Haben Sie noch Anmerkungen im Nachhinein zur Zwischenevaluation? Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten versuche ich zu ändern. Ich habe das Mikro jetzt ganz hochgestellt. Und wenn Sie jetzt nichts mehr haben, dann würden wir einfach weitermachen. Wir kommen jetzt in ein bisschen anderes Kapitel. Und zwar schauen wir uns spontane Institutionen an, oder besser gesagt die spontane Entstehung von Institutionen. Bisher haben wir uns ja im Rahmen vom Vertragsrecht eher Institutionen angeschaut, die von Menschenhand entworfen sind, also Vertragsklauseln, die explizit aufgestellt werden, um Anreize zu steuern. Und jetzt überlegen wir uns, wie das ist mit Institutionen, die genau das Gegenteil sind, also eher spontan entstehen. Im Groben und Ganzen werden wir uns da drei verschiedene Ansätze anschauen. Der erste kann zusammengefasst werden unter Evolutionsoptimismus.
Oder im Lehrbuch von Vogt wird es genannt der naive Ansatz. Ja, werden wir uns gleich anschauen, was das bedeutet, aber es ist tatsächlich eine relativ naive Ansicht, Sichtweise. Der zweite Ansatz, der geht dann über kausale Erklärungen und zwar über Fallstudien hauptsächlich. Und der dritte Ansatz, läuft die Erklärung hauptsächlich über spieltheoretische Modellierung und im Besonderen werden wir uns evolutorische Spieltheorie anschauen. Denn klar, ne, wenn Sie an die Spieltheorie denken, die wir bis jetzt benutzt haben, das ist alles relativ statisch. Ne? Also es ist einer Periode oder höchstens vielleicht mal bei einem sequentiellen Spiel drei Perioden, aber es ist sehr wenig Dynamik drin. Aber wenn wir über die Entstehung und Ausbreitung von Institutionen reden wollen, müssen wir irgendwie mehr Dynamik reinbringen, mehrere Perioden. Und das werden wir, genau das werden wir heute machen. Aber zuerst fangen wir am Anfang an. Zuerst also die sogenannte evolutionsoptimistische Erklärung. Diese basiert im Großen und Ganzen hauptsächlich auf einem Artikel von 67 von Harold Demsitz, im American Economic Review erschienen. Ich habe Ihnen den jetzt nicht verlinkt, ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn Sie den Titel eingeben, dass Sie zu irgendeiner Seite kommen, zu irgendjemandem, der es illegal bereitstellt auf seiner Homepage, weil es einfach ein so viel diskutiertes Paper ist und ja, der Verlag, den schert es auch nicht, dass ein Paper von 67 irgendwo hochgeladen wird. Also wenn Sie da reinlesen wollen, dann werden Sie es garantiert finden, ne? Auch ohne irgendeine Campus-Lizenz. So, das Grundproblem, das er hier beschreibt, ist: Changes in knowledge result in changes in production functions, market values and aspirations, new techniques, new ways of doing the same things and doing new things all invoke harmful and beneficial effects to which society has not been accustomed. It is my thesis, das ist das Wichtige, in this part of the paper, that the emergence of new property rights takes place in response to the desires of the interacting persons for the adjustment to new benefit-cost possibilities. Also wir sehen schon mal, er hat vielleicht deutsche Wurzeln, denn er schreibt sehr lange Sätze. Ja, aber tatsächlich der letzte Satz ist das Wichtige, ne? Und zwar Emergence of new property rights, das ist quasi der Aspekt der Entstehung einer Institution, nämlich Eigentumsrechte. Und er sagt, takes place in response to. Okay? Das heißt, weil es eine Nachfrage danach gibt, Desire, entstehen diese Eigentumsrechte. Und genau das ist das Problem, warum das hier eine quasi naive Sicht ist oder eine sehr optimistische. Das schauen wir uns jetzt noch genauer an. Im Wesentlichen lautet die Argumentation also, wie ich schon gesagt habe, dass Eigentumsrechte in Antwort auf Bedürfnisse entstehen. Wie funktioniert diese Antwort? Demsitz argumentiert, dass Property rights develop to internalize externalities when the gains of internalization become larger than the cost of internalization. Wissen Sie, was Externalities sind? Externalitäten, externe Effekte? Haben Sie das schon mal gehört in der VWL? Sie haben den Kopf, Sie haben genickt, dann, das heißt, Sie können es auch erklären. Genau, und es wird nicht in die Gewinnfunktion einbezogen. Ne? Es ist extern für das Unternehmen. Es wird nicht berücksichtigt. Es entstehen gesellschaftliche Kosten, die nicht berücksichtigt werden. Und genau darum geht es auch hier bei Eigentumsrechten. Und er sagt halt, das hier ist quasi das Kalkül, das dahinter steckt, das Gesellschaftliche. Und er sagt, wenn es erfüllt ist, dann passiert es quasi automatisch, dass Eigentumsrechte entstehen. Wenn es sinnvoll ist, dass Eigentumsrechte entstehen, dann entstehen sie auch. Und zwar ist das eine sogenannte finale Erklärung, denn er sagt, dass Eigentumsrechte sich entwickeln, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja? Und wenn Sie mal rein logisch drüber nachdenken, dann heißt es ja, dass die Eigentumsrechte versuchen, ein Ziel zu verfolgen. Und ja, also rein wissenschaftstheoretisch ist es natürlich schwer davon auszugehen, dass eine Institution irgendeine Ziel, also ein, ein,
eingebautes Ziel hat. Eine Institution ist ja kein Akteur. Ne? Ein Akteur kann nur ein Mensch oder ein Tier sein und ein bestimmtes Ziel verfolgen. Aber so wie es bei Demsitz formuliert ist, würde es so klingen, als ob die Institution selber ein Ziel hat. Okay? Und das ist halt fragwürdig. Demsitz macht seine Argumentation an einer Fallstudie deutlich. Die Montagne-Indianer auf Labrador, das ist also eine historische Fallstudie, die hatten ursprünglich ein sogenanntes Open-Access-Regime in Bezug auf die Jagd von Wild. Also die hatten ein bestimmtes Gebiet und quasi das hat allen gehört. Jeder konnte so viel jagen, wie er wollte und niemand war eingeschränkt. Und das hat ursprünglich problemlos funktioniert, weil es viel Wild gab und weil es eine relativ geringe Population gab. Okay? Das heißt, niemand kam sich in den Weg. Okay. Dann ab dem frühen 18. Jahrhundert wurde ein Exportgut nachgefragt, nämlich von der Hudson Company. Die hat verstärkt Biberpelze nachgefragt, weil die irgendwie besonders gute Qualität hatten aus diesem Gebiet. Das hat natürlich den ökonomischen Wert der Pelze gesteigert, woraufhin die Montagne-Indianer verstärkt gejagt haben. Und jetzt sind auf einmal Probleme aufgetaucht, Überjagungsprobleme, dass mehrere Jäger sich dann auf einmal in den Weg kamen. Ne? Das heißt unterm Strich, dass es überjagt wurde, das heißt die Population von Bibern wurde zu stark reduziert, sodass dann in den darauffolgenden Jahren zu wenig zum Jagen da war. Genau, das Wichtige, hier hatten wir eine Externalität. Ne? Die Handlung eines Jägers hat einen Effekt auf die Handlung der anderen Jäger gehabt, hat die Handlung der anderen Jäger eingeschränkt. Und wie gesagt, das hat zu Überjagungen geführt und das ist eben ökonomisch, also gesellschaftlich nicht effizient. Demsitz vergleicht jetzt dieses Open Access Regime, das da ursprünglich gültig war, mit anderen Regimen, zum Beispiel Gemeinschaftseigentum oder Privateigentum. Zunächst einmal der Vergleich, hauptsächlich vergleichen wir mit Privateigentum. Bei Open Access gibt es ja eine Tendenz zur Überjagung, das haben wir eben schon festgestellt. Denn jeder einzelne Jäger sieht nur seinen individuellen Vorteil durch die Jagd, aber nicht den gesellschaftlichen Nachteil, nämlich dass die Biberpopulation dezimiert wird. Das ist ein ganz berühmtes Problem. Denken Sie an eine Gemeinschaftswiese in einem Dorf, wo jeder Bauer seine Schafe von mir aus oder seine Kühe zum Grasen draufstellen kann. Wenn die wirklich allen gehört, dann wird jeder seine Kuh so draufschicken nach seinem eigenen Kalkül. Aber weil sie sich nicht abstimmen, wird die Wiese einfach kahl bleiben, weil es wird nicht effizient gegrast, weil die verschiedenen Bauern sich nicht abstimmen, ne? Weil jeder nur an sein eigenes Kalkül denkt. Und genauso war das hier mit der Biberjagd. Wenn stattdessen Privateigentum herrscht oder von mir aus auch Gemeinschaftseigentum mit funktionierendem Streitschlichtungsmechanismus, dann werden die Jagdgebiete unter Berücksichtigung aller entstehenden Kosten bejagt. Okay, und am einfachsten können Sie sich das mit Privateigentum vorstellen. Wenn jeder einzelne Jäger sein eigenes vorgegebenes Jagdgebiet hat, dann hat er einen Anreiz, dieses ihm gegebene Jagdgebiet effizient zu bewirtschaften, denn da jagt er alleine und er wird ein effizientes Kalkül, eine Gewinnoptimierung anstellen und schauen, dass nächstes Jahr genug Biber noch da sind, dass er auch nächstes Jahr noch davon leben kann. Unterm Strich nehmen wir also an, dass es bei Privateigentum keine Anreize zur Überjagung geben wird. Aber das sind jetzt nur die Benefits quasi, die Vorteile. Was sind denn die Kosten der verschiedenen Regime? Bei Open Access haben wir praktisch gar keine Durchsetzungskosten, weil da kann jeder machen, was er will. Deswegen sind da die Kosten sehr gering. Bei Gemeinschaftseigentum gibt es ein großes Jagdgebiet, also keine großen Kosten der Abgrenzung, also ein großes Jagdgebiet für die ganze Gemeinschaft. Aber es gibt natürlich Koordinationskosten, denn wenn man es hinkriegen will, dass die ganze Gemeinschaft effizient jagt, dann muss man die ganzen Jäger ja irgendwie unter einen Hut bringen. Also quasi sich untereinander einigen können, wer wie viel wo jagen darf. Und Sie können sich vorstellen, je mehr Leute da involviert sind, desto höher sind die Kosten der Koordination.
Ich meine, Sie merken das ja schon, wenn Sie eine Gruppenarbeit machen mit 4 Leuten. Selbst mit 4 Leuten ist die Koordinations sind die Koordinationskosten unter Umständen so hoch, dass vielleicht das Produkt gar nicht rauskommt. Und schließlich haben wir noch das individuelle Eigentum. Wenn also jeder Jäger sein eigenes Jagdgebiet in einem großen Gebiet hat, dann entstehen ihm Durchsetzungskosten, denn er muss ja irgendwie kontrollieren, dass kein anderer Jäger auf seinem Gebiet Biber jagt. Okay, das sind dann seine individuellen Durchsetzungskosten. Und Demsetz argumentiert zusammenfassend, dass je größer der Wert der Jagd, je größer also die Versuchung zur Überjagung ist, desto eher lohnt sich Privateigentum. Anders gesagt, desto höher sollte der Ausschlussgrad der Eigentumsrechte sein. Okay? Wenn Sie sich vorstellen, dass es nicht entweder oder ist, sondern irgendwie stetig, dann können wir das an einem Ausschlussgrad der Eigentumsrechte festmachen. Ein Regime mit Privateigentum bedeutet, wir haben einen sehr hohen Ausschlussgrad und alles, was darunter ist, Gemeinschaftseigentum oder ganz Open Access, ist ein sehr geringer Ausschlussgrad. Und Sie können sich vorstellen, dass je größer die Gesellschaft ist, desto effizienter sollte Privateigentum relativ zu Gemeinschaftseigentum sein, weil je größer die Gesellschaft, desto höher sind die Koordinationskosten und desto einfacher sollte es eigentlich sein, Privateigentum durchzusetzen. Demsetz argumentiert also, dass das hier war die Argumentation, also je höher der Wert der Jagd, desto größer sollte der Ausschlussgrad sein. Und das Wichtige ist, er stellt nur fest, dass das so sein muss und nicht warum. Und das ist der Hauptkritikpunkt an seiner Arbeit. Er sagt nur, dass Eigentumsrechte sich immer so entwickeln, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis optimal ist, aber er erklärt es nicht. Und das hat natürlich stark mit dieser Kritik an dieser Methode zu tun, die er benutzt hat. Aus methodischer Sicht sagen wir, Demsetz begeht einen sogenannten funktionalistischen Fehlschluss oder auch funktionalistischen Trugschluss. Er sagt, dass die Institutionen der Eigentumsrechte sich entwickeln, um Kosten zu minimieren. Aber das macht natürlich keinen Sinn, weil nur Akteure können zielgerichtet handeln, nicht Institutionen. Genauso könnte man sagen, der Tisch hat nicht 4 Beine, um zu stehen, sondern er steht, weil er 4 Beine hat. Okay, das ist klingt sehr ähnlich, aber das erste ist ein funktionalistischer Trugschluss. Man muss also ganz genau unterscheiden zwischen der Funktion einer Institution und der kausalen Ursache der Entstehung einer Institution. Okay? Eine Institution besteht nicht unbedingt, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Besonders, wenn Sie sich überlegen, dass nicht alle Institutionen gut sind. Also denken Sie an eine Diktatur. Ein Diktator wird diverse Institutionen einführen, Gesetze, die gesellschaftlich schlecht sind. Aber er kann sie irgendwie durchsetzen. Solche Institutionen sind garantiert nicht eingeführt, weil sie gesellschaftlich gesehen das Kosten-Nutzen-Verhältnis maximieren, sondern weil es einen Anreiz dazu gibt, sie einzusetzen. Eine zweite Kritik an dem Ansatz von Demsetz ist, dass die Kosten des Übergangs nicht berücksichtigt werden. Klar, es reicht nicht, nur die Kosten von einer Situation mit den Kosten einer anderen Situation zu vergleichen, also ohne Eigentumsrechte mit Eigentumsrechten, sondern man muss sich auch überlegen, dass der Übergang von einer Situation mit Open Access zu einer Situation mit Privateigentum mit Kosten verbunden ist. Ja, wenn ein Jäger in einer Situation mit Open Access total viel Beute gehabt hätte und dann auf einmal Privateigentum eingeführt wird und er aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so viel jagen kann, dann ist das für ihn schlecht, für ihn individuell. Das heißt, er wird sich widersetzen und das ist dann wieder mit Kosten des Übergangs verbunden und das wird hier komplett ausgeklammert. Also hier werden nur die Kosten der jeweiligen Situation angeschaut, aber nicht, was die Kosten des Übergangs wären. Ja. Genau, also eine ähnliche Überlegung wäre, in der ÖRA 2 besprechen wir intellektuelle Eigentumsrechte und Copyright. Und ja, aus ökonomischer Sicht kann man sagen, dass das Copyright-System, so wie es heute in der westlichen Welt durchgesetzt wird, ist ineffizient. Und man kann aber deswegen nicht empfehlen, Copyright ganz abzuschaffen.
weil das wäre mit hohen Kosten des Übergangs verbunden. Ne? Auf einmal wären Tausende von Urheberrechtsanwälten arbeitslos, eine ganze Industrie würde zusammenfallen und so weiter und so weiter. Das ist genau diese Kritik. Ne? Man kann nicht einfach nur die Kosten von einer Situation mit der anderen vergleichen. So, im Kontrast zum Ansatz von Damsetz schauen wir uns jetzt mal kausal-evolutorische Argumente an. Ganz wichtig, da stecken zwei Sachen drin, kausal und evolutorisch. Also evolutorisch, verstehen Sie, da geht es um Evolutionsprozesse, darum, dass bestimmte Institutionen aussterben oder sich ausbreiten, weil sie irgendwie besser überleben können. Und kausal ist, wir suchen tatsächlich nach einer Begründung, ne? Nach einem Grund, warum es eine Institution gibt. Und das ist nicht unbedingt ihr Zweck, sondern es gibt einen Anreiz, sie einzuführen. Die Idee ist also, effiziente Institutionen setzen sich nicht durch, um Effizienz zu erreichen, sondern weil sie den Wohlstand derer steigern, die sie übernehmen und damit leichter übernommen werden, sodass die von ihnen geregelte Gesellschaft schneller wachsen kann. Man überlegt sich also eine Ursache, die das Verhalten ändert, und weil sich das Verhalten ändert, ändern sich vielleicht auch die Institutionen. Und die evolutorische Komponente darin ist, dass Verhalten und Institutionen sich ausbreiten können und auch aussterben können. Wie breitet sich Verhalten aus? Das kann aus rein biologischer Sicht über Wachstum geschehen, also Wachstum in dem Sinne, dass wenn viele Leute sich an eine Institution halten, dann werden sich noch mehr Leute dran halten und so weiter und so weiter. Oder Wanderung, wenn mehrere Leute mit einer Institution irgendwo hin migrieren und ihre Institution mitnehmen, dann kann es sein, dass die dort angenommen wird. Oder Imitation, wenn man sieht, hey, in der Nachbargemeinde funktioniert die und die Regelung voll gut, wir versuchen es jetzt auch mal, also reine Imitation. Das sind Prozesse, evolutorische Prozesse, über die Institutionen sich ausbreiten können. Und ich denke, ja, sie können sich auch genauso gut das überlegen, wie sie aussterben können, wie Institutionen aussterben können. Wir haben drei große Problembereiche in Bezug auf die kausal-evolutorischen Argumente. Das erste Problem ist Gruppenselektion, also Selektion innerhalb der Gruppe. Darauf komme ich gleich noch. Das zweite Problem sind ineffiziente Logins. Und das dritte Problem ist, dass wir gar nicht wissen, wo die Institution an sich herkommt. Gehen wir gleich auf die Probleme genauer ein. Das erste Problem: stellen sich zwei Gesellschaften vor, in denen irgendwo ein Gefangenendilemma besteht. Und Sie wissen, ein Gefangenendilemma führt dazu, dass der gesellschaftliche Wohlstand nicht maximal ist. Und wenn alle sich kooperativ verhielten, könnte ein höheres Wohlstandsniveau erreicht werden. Und jetzt nehmen wir an, dass eine der zwei Gesellschaften dieses Dilemma durch irgendeine Art von Institution überwunden hat. Wie genau, ist jetzt egal, sondern wir sagen einfach nur, sie haben eine Institution eingeführt, um das Gefangenendilemma zu lösen. Die andere Gesellschaft hat es nicht geschafft. Dann würde man ja evolutorisch vermuten, die eine Gesellschaft wird schneller wachsen als die andere, sodass die gute Institution, also die Institution, die das Dilemma überwindet, mit der Gesellschaft wachsen sollte und sich damit auch immer weiter durchsetzen sollte. Und das Problem dabei ist, dass nicht die Gesellschaften entscheiden, wie sich Individuen entscheiden, sondern die Individuen entscheiden, wie sie sich selber entscheiden. Eine Möglichkeit, ein Beispiel wäre ja die Strategie der bestrafenden Kooperation im Gefangenendilemma, das kennen Sie schon, um das Dilemma zu überwinden. Wir wissen, damit kommen wir aus dem defektierenden Gleichgewicht raus, aber spätestens, wenn Sie sich das dynamisch überlegen, spätestens, wenn das defektierende Verhalten komplett ausgerottet ist, dann lohnt es sich auf einmal mehr, einfach nur kooperativ zu spielen, ne, als bestrafend kooperativ, denn es gibt ja keine Bestrafung mehr für defektierendes Verhalten, weil es kein defektierendes Verhalten mehr gibt. Das heißt, alle spielen auf einmal kooperativ. Wenn aber alle auf einmal kooperativ spielen, dann gibt es wieder Anreize, defektierendes zu spielen. Denn das ist ja das Grundproblem des Gefangendilemmas, nicht zu kooperieren, dass es einen Anreiz gibt, nicht zu kooperieren. Das heißt, langfristig würde dadurch das Verhalten der bestrafenden Kooperation wiederum aussterben.
Das heißt, in einer Gesellschaft, die scheinbar das Gefangenendilemma durch diese Institution überwunden hat und dadurch sich schneller ausbreitet, bricht irgendwann diese Institution wieder zusammen. Ja, und deswegen müssen wir immer darauf achten, dass auch innerhalb von gesellschaftlichen Gruppen Selektion stattfindet, nicht nur zwischen Gruppen. Okay, das erklärt die Überschrift. Das zweite Problem ist das der sogenannten ineffizienten Logins. Denken Sie an das Koordinationsspiel zurück. Alle fahren links ist ein Gleichgewicht, alle fahren rechts ist ein Gleichgewicht. Nehmen wir an, aus irgendwelchen Gründen ist die Wohlfahrt größer beim Rechtsfahren Gleichgewicht. Dann schaffen wir es aber nicht, wenn wir irgendwie im Linksfahrgleichgewicht gelandet sind, dann schaffen wir es nicht ins Rechtsfahrgleichgewicht, auch wenn wir wissen, die Wohlfahrt ist dort höher. Okay? Das heißt, wenn wir aus irgendwelchen Gründen auch immer in einem ineffizienten Gleichgewicht festsitzen, wir haben also einen Lock-in, dann wissen wir nicht, wie wir in das Bessere kommen. Das ist eben das gleiche Problem wie multiple Nash-Gleichgewichte. Und das dritte Problem ist klar, wir können aus ökonomischer Sicht nur schwer erklären, woher Neuerungen kommen. Warum? Wenn man unterstellt, dass Individuen rational handeln, dann heißt das, sie wählen Handlungen aus, die ihnen den besten Nutzen stiften. Okay? Das heißt, man kann alle möglichen oder relevanten Handlungsalternativen vergleichen und sich die beste aussuchen. Aber in Bezug auf eine Innovation oder eine neue Institution von mir aus, weiß man ja gar nicht, was das Neue ist. Wenn man etwas erfindet, tut man das, also man hat ja nicht schon im Kopf, was am Ende die Erfindung sein wird. Ne? Man probiert herum und zufällig kommt vielleicht ab und zu mal, weiß nicht, die Dampfmaschine bei raus oder der Elektromotor oder das Problem des Pythagoras. Aber das sind alles Sachen, die weiß man vorher nicht. Diese Innovationen sind darüber definiert, dass sie neu sind und unbekannt. Das heißt, ökonomische Modelle tun sich ganz, ganz schwer damit zu erklären, wo Innovationen eigentlich herkommen. Also ökonomische Modelle können total gut erklären, wie Sachen verbessert werden. Das sind ja auch Innovationen, ne? Wie man Prozesse optimieren kann und so, wenn sie erstmal bestehen. Aber eine komplette Innovation, eine ganz neue, fundamentale Erfindung, inklusive einer neuen Institution, da tun sich ökonomische Modelle schwer, die abzubilden. Demsetz hat 2002 versucht, in einem quasi Antwortartikel alle Kritiker auf die ganzen Kritiken einzugehen, die er in seinem, die er in Antwort auf seinen ursprünglichen Ansatz bekommen hat. Auch den finden Sie garantiert, wenn Sie ihn googeln. Und darin argumentiert er, dass die Effizienz unterschiedlicher Formen von Eigentumsrechten nicht abstrakt bestimmbar ist, sondern von verschiedenen Faktoren abhängt. Darauf gehen wir jetzt nicht genau ein. Das sind hier drei verschiedene Faktoren. Und er schreibt dann, These developments have created a compelling need for reliance on a social legal system that facilitates the property und so weiter. And the private property system has become more important because its institutional arrangements can cope with the changed nature of economizing problems more effectively than the collective control system. Und wenn Sie es in Ruhe durchlesen, sehen Sie hoffentlich sofort, dass Demsetz das Grundproblem immer noch nicht angegangen ist. Er argumentiert immer noch, dass private Eigentumsrechte entstehen, weil sie besser geeignet sind, mit neuen Umständen klarzukommen. Okay? Steht hier, because its institutional arrangements can cope more effectively. Okay? Das heißt, er tut es immer noch so, als ob Institutionen automatisch entstehen würden, weil sie immer das Ziel haben, gesellschaftliche Wohlfahrt zu maximieren. Aber auch von Demsetz selber abgesehen, können wir in der aktuellen Forschung immer wieder Arbeiten sehen, in denen eine Beschreibung drin ist, wie sich Eigentumsrechte durchsetzen. Und fast immer sind das Fallstudien mit Einzelfallerklärungen. Und das Problem solcher Fallstudien ist natürlich, und von Fallstudien allgemein, ist natürlich, dass die darin vorgestellten Erklärungsmuster nur in Bezug auf den vorgestellten Einzelfall gültig sind. Okay? Das heißt, aus solcher Forschung
können wir keine abstrahierende Theorie ableiten. Und solche abstrahierende Theorien brauchen wir aber, um vorhersagen zu können, wie sich Eigentumsrechte entwickeln. Und Vorhersagen brauchen wir, um einzuschätzen, wie bestimmte Rechtsänderungen sich auswirken werden. Trotzdem kann man festhalten, dass durch diese Vielzahl von Fallstudien, von neuen Fallstudien, neue Denkmuster entstehen, mit denen man im Einzelfall die Entstehung und die Ausbreitung neuer Institutionen verstehen kann. Nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich ein bisschen unzufriedenstellend, weil es nicht verallgemeinerbar ist. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch den dritten Ansatz an. Unter anderem aus der Kritik an solchen Argumentationen heraus haben sich Erklärungen mithilfe der evolutorischen Spieltheorie herausgestellt. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Das ist die Übersicht, was wir jetzt machen werden. Wir werden uns die Grundideen anschauen, anhand eines Spieles, das Sie schon kennen, evolutorische Aspekte einführen, bestimmte Vorübungen machen, relativ detailliert Vorübungen machen. Das Wichtige ist, wir wollen am Ende ein Instrumentarium haben, mit dem wir drei Verhaltensweisen analysieren können über die Zeit, dynamisch. Und weil wir alle nicht so gut drin sind, dreidimensional zu zeichnen und zu argumentieren, versuchen wir das irgendwie zweidimensional darzustellen. Und das werden wir jetzt gleich herleiten, wie wir das machen können. Okay. Warum müssen wir drei Verhaltensweisen analysieren können? Naja, denken Sie an Gefangendilemma. Da hat jeder Spieler zwei Verhaltensweisen zur Auswahl. Aber wir wollen ja wissen, wie das mit neuen Institutionen ist. Das heißt, wir brauchen noch eine dritte neue Institution, die potenziell eingeführt wird. Und wir brauchen mindestens drei Verhaltensweisen, um so dynamische Aspekte zu analysieren. Deswegen drei Verhaltensweisen. Und weil wir besser zweidimensional zeichnen können als dreidimensional, versuchen wir das zu reduzieren in eine zweidimensionale Darstellung. Was sind die Grundideen der evolutorischen Spieltheorie? Der einfachste Fall, den wir meistens behandeln werden, ist... der einfachste Fall, wie es zu einem Konflikt kommen kann, ist, dass zwei Personen, die sich zufällig treffen, miteinander interagieren. Okay? Dann gehen wir davon aus, dass sich jeder Mensch grundsätzlich gleich verhält. Also im Gefangendilemma wäre das, also sie sind entweder jemand, der immer kooperiert oder der immer unkooperativ spielt. Und nur ganz selten können sie ihre Verhaltensroutine ändern. Und in den seltenen Fällen, in denen Sie Ihre Verhaltensroutine ändern können, schauen Sie sich an, welche Alternativen zur Auswahl stehen, und Sie suchen sich die aus, die Ihnen die höchste Auszahlung bringt. Klar. Die Frage ist dann, wohin sich eine solche Gesellschaft entwickeln wird, wohin sich also mathematisch gesehen die relativen Häufigkeiten der Verhaltensweisen der gesamten Bevölkerung entwickeln. Denken wir zurück an das Beispiel des Koordinationsspiels. Ich habe an die Variablen gedacht, super. So, diesmal sehen die Auszahlungen so aus. Wir haben also eine Auszahlung von 2 für jeden Spieler, wenn sie es schaffen, sich auf eins der beiden Gleichgewichte zu einigen. Also wenn beide links fahren, haben sie jeweils eine Auszahlung von 2, und wenn beide rechts fahren, haben sie auch jeweils eine Auszahlung von 2, weil dann fahren sie aneinander vorbei, ohne einen Crash zu haben. Dagegen, wenn einer rechts und einer links fährt, stoßen sie zusammen, und wenn einer links und der andere rechts fährt, auch, und dann haben sie eine Auszahlung von 0. Das sieht vielleicht ein bisschen anders aus als das Koordinationsspiel, was Sie schon hatten, aber Sie sehen, die Struktur ist gleich. Ja, die Struktur ist gleich. Wir haben 2 Situationen, und wenn wir koordiniertes Verhalten haben, also gleiches Verhalten, dann ist das gesellschaftlich gut, und unkoordiniert ist schlecht. Und das ist das Koordinationsspiel. Wir können die Auszahlung der beiden Verhaltensweisen grafisch darstellen. Und zwar so. Der erwartete Payoff, der Rechtsfahrer, Sie erinnern sich, in der evolutorischen Spieltheorie haben Sie feste Verhaltensroutinen. Sie sind jemand, der entweder immer rechts oder immer links fährt. Nur manchmal ändern Sie Ihr Verhalten. Aber an sich sind Sie eher
Also sie sind ein bestimmter Typ. Also sie neigen dazu, eher rechts zu fahren, oder sie neigen dazu, eher links zu fahren. Und der erwartete Payoff der Rechtsfahrer ist natürlich ganz hoch, wenn der Anteil der Linksfahrer ganz niedrig ist. Klar. Der erwartete Payoff der Rechtsfahrer ist PR. Das können wir so abtragen. Ne? Also hier auf der horizontalen... Nein, das wollte ich noch nicht. Auf der horizontalen Achse haben wir P. Das ist der Anteil der Linksfahrer, und zwar der relative. Und der erwartete Payoff für die Rechtsfahrer ist eben ganz hoch, 2, wenn wir P von 0 haben. Klar. Gar keine Linksfahrer. Und wenn wir ganz viele Linksfahrer haben, das ist hier, dann ist der erwartete Payoff für die Rechtsfahrer auch ganz niedrig, 0. Okay? Ich denke, das ist ziemlich selbsterklärend in dieser Grafik. Und das Gleiche können wir sagen für die Linksfahrer. Bloß mit dieser Steigung. Klar, wenn der Anteil der Linksfahrer ganz hoch ist, dann ist der erwartete Payoff für die Linksfahrer auch hoch. Und der Payoff ist 0, wenn wir nur Rechtsfahrer haben. Wir haben also zwei Bereiche in dieser Grafik, getrennt durch die Stelle P gleich 1/2. Wenn Sie sich wundern, warum ich bei solchen Animationen immer dahin gucke, ist, dass das sind Animationen, die langsam erscheinen. Und auf meiner Ansicht hier erscheinen die erst, wenn sie fertig gelaufen sind. Deswegen gucke ich immer, ob die Animation auch wirklich läuft. Okay? So, wir können diese Grafik trennen in zwei Bereiche. Rechts davon, wenn also mehr als die Hälfte der Leute links fahren, ist links fahren besser als Rechtsfahren. Klar, der erwartete Payoff von Linksfahren ist größer als der von Rechtsfahren. Und links von dieser Grenze lohnt es sich mehr, rechts zu fahren. Ne? Der erwartete Payoff von Rechtsfahren ist größer. Was heißt das? Wenn wir rechts von dieser Grenze von 1/2 sind, dann wird sich der Anteil der Linksfahrer immer weiter erhöhen, weil es gibt ja einen Anreiz dazu, links zu fahren, weil der erwartete Payoff von Linksfahren ist höher. Das heißt, wir haben hier so einen Pfeil, wir haben eine Bewegung Richtung P gleich 1. Okay? Der Anteil der Linksfahrer wird sich erhöhen und das bedeutet hier auf der P-Achse eine Bewegung nach rechts. Und genau umgekehrt ist es links von dieser Grenze. Wenn Rechtsfahren sich mehr lohnt, dann wird es immer weniger Linksfahrer geben und das heißt, wir haben hier so eine Bewegung nach links. Ne? P wird kleiner. P ist der Anteil der Linksfahrer. Im Zeitverlauf können wir uns das zum Beispiel so vorstellen. Nehmen wir an, am Anfang haben wir eine, also hier ist Zeit abgetragen, nehmen wir an, am Anfang haben wir eine Gleichverteilung, also die Hälfte sind Rechtsfahrer, die Hälfte sind Linksfahrer. Okay, dann schwankt das immer so ein bisschen nach oben und unten. Also quasi in dem Bereich hier, irgendwelche zufälligen Schwankungen. Und irgendwann aber, sehen Sie, haben wir einen deutlichen Ausschlag Richtung der Linksfahrer. Und dann werden die Anreize immer stärker, dass alle links fahren werden. Und wenn wir einmal da sind, dann bleibt es so, dass alle links fahren. Okay? Ja, wahrscheinlich kann man so evolutorisch erklären, warum in bestimmten Ländern noch links gefahren wird, obwohl der Rest der Zivilisation rechts fährt. Und genauso gut könnten wir natürlich im Rechtsfahrgleichgewicht landen, also bei P gleich 0. Okay? Das ist ein rein evolutorischer Zufall, ne? Wie in welche Richtung es mal ausschlägt. Das heißt, wir haben eine sogenannte sich selbst stabilisierende Verhaltensregelmäßigkeit, möglicherweise mit der Erwartung, dass die anderen sich auch so verhalten werden oder es vielleicht sollten. Wir haben also, in anderen Worten, eine Institution. Hier gibt es zwei Verhaltensweisen, aber wir haben uns nur eine Häufigkeit angeschaut, nämlich P. Warum reicht es, sich nur P anzuschauen? Warum müssen wir nicht explizit noch die Häufigkeit der Rechtsfahrer uns anschauen?
Genau. Genau, richtig. Die relative Häufigkeit der Rechtsfahrer ist ja nichts anderes als die Gegenwahrscheinlichkeit, also 1 minus p. Das heißt, die relative Häufigkeit der Rechtsfahrer haben wir einfach ignoriert, weil wenn wir wissen, wie p sich entwickeln wird, wissen wir auch, wie 1 minus p sich entwickeln wird. Okay, es ist eine Residualgröße. Das schauen wir uns jetzt genauer an, weil es so wichtig ist, weil es so wichtig sein wird. Ausgangspunkt ist, dass wir zwei Verhaltensweisen haben, mit je einer relativen Häufigkeit. Oh, ich glaube, ich muss eine neue. Nee, doch nicht. Zwei Verhaltensweisen mit je einer relativen Häufigkeit. Sagen wir, die zwei Verhaltensweisen sind Linksfahren und Rechtsfahren. P ist die relative Häufigkeit der linksfahrenden Individuen. Q, nennen wir es jetzt mal, ist die relative Häufigkeit der rechtsfahrenden Individuen. Das können wir grafisch so darstellen. Auf der horizontalen Achse haben wir P abgetragen. Das liegt natürlich zwischen 0 und 1. Auf der vertikalen Achse haben wir entsprechend den Anteil, wunderschön, haben wir entsprechend den Anteil der Rechtsfahrer auch zwischen 0 und 1. Und wir wissen, Q und P hängen so zusammen. Ne? Q ist 1 minus P oder von mir aus P ist 1 minus Q. Das können wir grafisch so darstellen. Das ist 1 minus P, ist also nichts anderes als eine Geradengleichung mit Achsenabstand 1 und der Steigung minus 1. Klar. Genau, das haben wir schon gesagt. Wir wissen, dass die zwei Anteile zusammenhängen, nämlich, dass sie sich immer auf 1 addieren müssen. Wir könnten auch sagen, Q plus P ist gleich 1. Diese sinkende Gerade zeigt uns also die Kombination von Q und P, die für die Gesellschaft möglich sind. Klar. Ne? Also rechts davon ist unmöglich, weil wir dann eine Gesellschaft hätten, die größer ist, als sie ist. Und darunter wäre in, ist auch nicht machbar, weil es muss sich immer auf 1 addieren. Ne? Also alle sind entweder Rechts- oder Linksfahrer. Das heißt, für jedes P können wir jederzeit auch das Q rausfinden. Mit anderen Worten, die Betrachtung einer Dimension reicht. Wenn wir hier so eine Situation haben, dann wissen wir, bei diesem P haben wir dieses Q. Und das können wir beliebig variieren und egal was für ein P wir nehmen, wir wissen immer sofort, was das Q sein muss. Das heißt, eigentlich reicht es, wenn wir uns nur die P-Achse anschauen und die Q-Achse ignorieren. Okay? Und die freigewordene Achse können wir für was anderes benutzen. Zum Beispiel eine dritte Verhaltensweise, wie wir es gleich sehen werden. Wir können auch sagen, beim Koordinationsspiel sind die Auszahlungen des Linksfahrens gegeben durch 2p und die Auszahlung des Rechtsfahrens durch 2 mal 1 minus p. Wenn Sie das einsetzen, dann werden Sie sehen, dass es mit der Matrix übereinstimmt. Das ist genau das, was wir schon bis jetzt hatten, bloß abstrakter ausgedrückt und mit den p's. Das heißt, wir wissen, dass immer wenn p größer als halb sind die Auszahlungen des Linksfahrens, die erwarteten Auszahlungen des Linksfahrens, größer als die erwarteten Auszahlungen des Rechtsfahrens. Okay? Wenn p größer als 1/2 ist, dann ist Linksfahren im Erwartungswert besser als Rechtsfahren. Okay? Und wenn wir das Intervall jetzt in der Grafik bei p gleich 1/2 aufteilen, wissen wir also, dass rechts davon die Entwicklung Richtung p1 geht, sodass irgendwann alle nur noch links fahren und links davon geht die Entwicklung Richtung p gleich 0, also dass alle rechts fahren. Was ist denn bei genau p gleich 1/2? Wenn wir zufälligerweise in der Situation sind, dass
genau die Hälfte der Gesellschaft rechts und die andere Hälfte links fährt. Ist das ein Gleichgewicht, ein Nash-Gleichgewicht? Nochmal. Die Erklärung klingt gut, aber das Ergebnis ist falsch. Ja. Es ist ein Nash-Gleichgewicht. Wenn man als Einzelperson seine Verhaltensweise ändert, okay. Das heißt, wenn ein Linksfahrer ist und zu einem Rechtsfahrer wechselt, ja. Ist im Prinzip nicht mehr ein Halb, sondern man ist auf der anderen Seite. Das heißt, die Rechtsfahrer werden mehr und die Auszahlung für alle Rechtsfahrer, auch für einen selbst, dann, wenn man gewechselt ist, erhöht sich. Das heißt, es ist kein Nash-Gleichgewicht. Okay, Sie meinen, es gibt einen Anreiz abzuweichen. Also hier sind und ein Stück nach links abweichen, dann sind es mehr Rechtsfahrer geworden und dann ist der Payoff auch größer. Okay. Ich sehe nicht, wo der Fehler im Argument ist, aber es ist ein Nash-Gleichgewicht. Aber es ist gar nicht schlimm, dass es ein Nash-Gleichgewicht ist, denn es ist kein stabiles Nash-Gleichgewicht. Denn wenn es nun eine zufällige kleine Änderung gibt in irgendeine Richtung, weil es ja ein dynamisches System ist, dann gibt es auf jeden Fall keine Möglichkeit, dass das System wieder auf diesem Punkt landet. Weil wir haben ja hier diesen Pfeil nach rechts und den Pfeil nach links. Ne? Also sobald wir nur ein kleines Stück nach links oder rechts davon abweichen, dynamisch, kommen wir nie mehr zurück zu diesem Gleichgewicht. Und deswegen sagen wir, es ist kein stabiles Gleichgewicht. Kein dynamisch stabiles Gleichgewicht. Ich gucke nochmal nach, warum es ein Nash-Gleichgewicht ist. Weil das so wichtig ist, schauen wir uns das nochmal an einem anderen Beispiel an. Nehmen wir das sogenannte D-Koordinationsspiel. Bei dem D-Koordinationsspiel ist es genau umgekehrt zum Koordinationsspiel. Da ist es besser, wenn beide unterschiedliche Strategien fahren. Die Handlungsalternativen sind jetzt also nicht links-rechts, sondern wir nehmen sie mal oben und unten und man versucht, mit diesen Alternativen aneinander vorbeizukommen. Das können Sie sich ganz gut vorstellen, wenn Sie auch an einen Indoor-Spielplatz denken und zwei Krabbelkinder versuchen, durch den gleichen Krabbeltunnel zu kommen. Und der ist nicht breit genug, dass man aneinander vorbeikrabbeln kann, sondern man muss irgendwie oben und unten spielen. Ja? Wenn beide oben spielen oder beide unten, dann gibt es einen Zusammenstoß und beide haben eine Auszahlung von 0, weil sie sich in den Kopf stoßen und weinen. Wenn einer oben spielt und der andere unten, dann kommen sie aneinander vorbei. Okay? Aber wir nehmen mal an, unter dem anderen durchkriechen ist leichter als über den anderen durchkriechen. Deswegen ist der Payoff für den, der unten spielt, größer. Okay? Und der oben drüber krabbeln muss, der hat einen kleineren Payoff, aber ist immer noch besser gestellt, als wenn es einen Zusammenstoß gäbe. Wie sehen jetzt die erwarteten Auszahlungen für das für oben krabbeln aus? Eins minus P und für unten krabbeln ist 2P. Woran sehen wir das? Schauen wir uns das Beispiel an. 1 an, 1 an, 1 an. So, der Spieler 1, wenn er oben spielt, wollen wir den Erwartungswert wissen. Wir wissen, P ist die relative Häufigkeit der Obenfahrer, das heißt, mit Wahrscheinlichkeit P hat Spieler 1 ein Payoff von 0 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P hat Spieler 1 ein Payoff von 1. Und wenn man das zusammenfasst, dann kommen wir auf einen Erwartungswert von 1 minus P. Okay, und genau so kommen wir auf den Erwartungswert des Untenkrabbelns von 2p.
falls Sie sich wundern, wo das herkommt. So, und wir können jetzt sagen, die erwartete Auszahlung des Obenkrabbelns ist größer als die des Untenkrabbelns, wenn p kleiner als ein Drittel ist. Das rechne ich Ihnen jetzt nicht aus, aber Sie können es einfach einsetzen und nach p auflösen, und dann kommen Sie darauf, dass p kleiner gleich ein Drittel sein muss. Wir können das wieder grafisch in einer Dimension darstellen. Bei ein Drittel ist jetzt die Grenze eingezogen. Rechts davon wissen wir, dass der erwartete Payoff des Untenspielens besser ist. In diesem Bereich wird der Anteil der Obenkrabbler also geringer. Wir haben also einen Pfeil nach links, Richtung ein Drittel. Ist jetzt anders als eben. Wie sieht es links der Grenze aus? Dort ist die erwartete Auszahlung des Obenspielens besser. Und der Anteil der Obenspieler wird größer. Das heißt, wir haben dort einen Pfeil Richtung rechts, also Richtung der Grenze. Okay. Und wiederum können wir uns überlegen, was ist, wenn wir genau auf der Grenze sind. Dann können wir zeigen, es gibt keinen Anreiz mehr abzuweichen, weil die erwarteten Auszahlungen genau gleich sind. Und selbst wenn es zufällige Abweichungen irgendwie nach links und rechts gäbe, wie wir es vorhin schon überlegt hatten, dann würde eine solche Gesellschaft sich trotzdem wieder auf p gleich ein Drittel einpendeln, weil wir ja die beiden Pfeile Richtung der Grenze haben. Ne? Also dynamisch würde so eine Gesellschaft in so einem stabilen Gleichgewicht hier landen. Ich hoffe, Sie haben jetzt in so einer dynamischen Darstellung den Unterschied zwischen einem stabilen und einem instabilen Gleichgewicht verstanden. Und in diesem Gleichgewicht, klar, gilt p gleich ein Drittel und q gleich zwei Drittel. Und jetzt schauen wir uns eben an, wie wir analog zu der Argumentation eben drei Verhaltensweisen in zwei Dimensionen darstellen können. Ausgangspunkt ist jetzt, dass wir Wir haben jetzt drei Verhaltensweisen, A, B und C. Jede dieser Verhaltensweisen hat eine zugehörige relative Häufigkeit, P, Q und R. Zunächst versuchen wir das mal in drei Dimensionen darzustellen. So, in der waagrechten Ebene auf dem Boden haben wir die P- und die Q-Achse abgetragen und vertikal da drauf setzen wir die R-Achse. Wie vorhin wissen wir, dass P, Q und R fest miteinander zusammenhängen müssen. Sie müssen sich auf 1 addieren, klar. Mit anderen Worten, P plus Q plus R muss 1 sein. Das ergibt eine Ebene, die so aussieht. Typischerweise gibt es jetzt Leute, die sehen sofort das Dreidimensionale und welche, die sehen es nach 10 Minuten immer noch nicht. Das ist genauso wie mit den 3D-Bildern. Also hier liegt jetzt so eine schräge Ebene drin. Ne? Das hier ist der Boden und das hier geht nach oben. Das heißt, wir haben hier so eine schräge Ebene drin liegen, die unten breit anfängt und oben immer weiter spitz zuwächst. Okay? Und auf diese Ebene gibt uns genau den Raum an, bei dem P plus Q plus R gleich 1 gibt. Okay, Sie wissen schon, der Teil hier unten, das kennen Sie schon. Wenn Sie sich diese Waagrechte einfach hochkippen und nur als rein zweidimensionales Bild vorstellen, das ist genau die Gerade, die wir eben hatten. Ne? Diese fallende Gerade, auf der immer P plus Q gleich 1 gibt. Und jetzt haben wir zusätzlich noch hier diese vertikale Achse eingeführt und ausgehend hier von dieser Geraden ziehen wir da eine Ebene hoch und es läuft spitz zu und auf dieser rosa Ebene gilt überall P plus Q plus R ist gleich 1. Wir wissen also, nur Kombinationen von P plus Q und R auf dieser Ebene sind möglich. Die Frage ist, wie wir das Ganze auf zwei Dimensionen reduzieren können.
Wir versuchen also irgendwie diese dreidimensionale Ebene auf das zweidimensionale Diagramm in der waagrechten, das grüne, zu projizieren. Okay, wir wollen wieder zurück zu dieser zweidimensionalen Darstellung. Nehmen wir zum Beispiel diesen Punkt hier auf der Ebene, auf dem rosa Geodreieck. Und dieser Punkt, wenn Sie sich das bildlich vorstellen, wirft von oben einen Schatten auf die grüne Ebene in der waagrechten. Okay? Und dieser Punkt auf der grünen Ebene beschreibt die Population vollständig. Denn er gibt einen Wert für P an, er gibt einen Wert für Q an und als Residualgröße wissen wir, was R sein muss, denn 1 minus P minus Q muss gleich R sein. Okay? Und das ist geometrisch gesehen genau durch diesen Punkt hier ausgedrückt. Okay? Das heißt, wir können die dritte Ebene wieder weglassen. Wenn Sie es jetzt nicht gesehen haben, dann ja, schauen Sie es sich nochmal an in der Aufzeichnung, bis Sie die Ebene sehen. Wenn Sie es nach zwei, dreimal anschauen immer noch nicht sehen, dann sollten Sie sich melden. Und dann versuchen wir das nochmal in einer anderen Darstellung zu finden. Oder ich versuche es zu Hause nachzubauen. Ich weiß nicht. So, aber jetzt sagen wir mal, wir können die dritte Achse wieder rausnehmen und sind wieder zurück in der zweidimensionalen Darstellung. Wir haben jetzt nichts anderes gemacht, als die waagrechte wieder hochzuholen. Und die grüne Fläche von eben ist genau die grüne Fläche hier. Und der Punkt, der hier angezeichnet ist, ist nichts anderes als der Schatten, ne, von diesem Punkt, den wir eben auf der Ebene ausgemacht hatten. Bei diesem Punkt wissen wir genau, dieser Wert von P ist dort gültig, dieser Wert von Q ist gültig und die Frage ist jetzt, wie können wir geometrisch da das R ablesen? Das machen wir, indem wir hier so eine Parallele einzeichnen zu der Grenze der Fläche, genau durch diesen Punkt. Und dann ergibt sich hier R als der Abstand zwischen 1 und dem Schnittpunkt hier. Denn, ja, das hier muss P sein. Und ja, wir wissen ja, dass P plus Q plus R gleich 1 sein muss. Und ja, so können wir R finden in dieser Darstellung. Und das gilt für jede beliebige Kombination von P und Q. Es muss jetzt nicht unbedingt so gleichmäßig sein wie hier. Also so wie hier ist es ja eigentlich so gezeichnet, dass P und Q gleich sind. Aber wir können das für einen beliebigen anderen Punkt auch machen. Bei diesem Punkt hier muss dieses P gelten und dieses Q. Und wenn wir da wieder die Parallele durchziehen zur Grenze, dann ergibt sich dieses R. Okay? Wir haben also durch einen Punkt die komplette Kombination von P, Q und R gegeben. So, in welche Richtung könnten wir diesen Punkt denn bewegen, wenn R, also der Anteil, der relative Anteil der Leute, die C spielen, wenn R konstant bleiben soll und wir nur P und Q variieren können? Wo, ja. Genau, auf der Diagonalen. Ne? Denn nur auf der Diagonalen, auf der Diagonalen bleibt R konstant und wenn wir dann zum Beispiel hier sind, haben wir halt ein größeres P und ein kleineres Q, aber das gleiche R, weil wenn wir da die Parallele durchziehen, haben wir wieder so ein R. Genau richtig. Analog können wir sagen, dass wenn wir die relative Häufigkeit von A konstant halten, also P, in welche Richtung können wir dann noch variieren geometrisch? Wenn wir nur Q und R variieren wollen, aber nicht P. Wir halten P konstant und variieren nur Q und R. Wo können wir uns dann in der Grafik nur noch entlang bewegen? Naja, wir halten P konstant, das hier. Also diese Strecke hier muss konstant bleiben. Das heißt, wir können uns nur
auf dieser Vertikalen hier bewegen. Okay? Das gibt uns ein anderes Q und ein anderes R, aber das P bleibt konstant. Und analog können wir sagen, wenn wir Q konstant halten wollen und nur P und R variieren wollen, dann können wir uns nur hier auf der Horizontalen bewegen. Okay, weil dieser Wert muss konstant bleiben, das heißt, dieser Abstand hier muss gleich bleiben und dann können wir nur noch Punkte entlang der auch Horizontalen hier finden, bei denen Q konstant bleibt. Das ist ganz wichtig für gleich. So, das, was wir jetzt über die Darstellung von drei relativen Häufigkeiten in zwei Dimensionen behandelt haben, können wir also nutzen, um uns die Dynamik der relativen Häufigkeiten anzuschauen. Okay. Ausgangspunkt der Überlegung ist, dass wir immer wieder ein paarweises Aufeinandertreffen von zwei Individuen haben, die sich entsprechend ihrer Verhaltensroutine verhalten. Das heißt, sie treffen zufällig einen Kommilitonen, eine Kommilitonin und sie wissen, sie sind jemand, der immer A spielt, also spielen sie dann A. Okay? Und ihr Kommilitone, den sie zufällig getroffen haben, der ist jemand, der immer B spielt und spielt dann also B. Und wie eben schon angemerkt, diese Verhaltensroutine ist an sich konstant im Zeitablauf. Das heißt, jeder hat einen festen Typ. Aber ganz selten können wir das auch ändern. Und zwar ändern wir es immer in die Richtung, die uns eine höhere Auszahlung bringt. Klar. Und das heißt, wenn das Verhalten geändert wird, dann sollte die relative Häufigkeit der Verhaltensweise ansteigen, schneller wachsen als die anderen. Klar. Schauen wir uns hier als Beispiel an. Nehmen wir an, wir haben diese drei Verhaltensweisen A, B und C mit den hier dargestellten erwarteten Auszahlungen. Wo das genau herkommt, schauen wir uns erst am Freitag an, nicht mehr heute, aber glauben Sie mal, dass es Sinn macht, dass die erwarteten Auszahlungen so aussehen. Wieder haben wir P, Q und R als die relativen Häufigkeiten der Verhaltensweisen A, B und C. Wir können diese relativen Häufigkeiten der drei Verhaltensweisen wieder in einem zweidimensionalen Raum darstellen. Wieder lassen wir da R erstmal als Dimension raus. Und jetzt vergleichen wir immer paarweise zwei Verhaltensweisen, weil es treffen ja immer nur zwei Individuen zufällig aufeinander. So, im Roten haben wir jetzt verglichen, A lohnt sich mehr als B, wenn gilt P größer gleich Q. Ne? Das können Sie selber ausrechnen, wenn Sie diesen Ausdruck hier größer gleich diesen Ausdruck hier setzen und dann auflösen nach P oder Q, dann kommen Sie darauf, dass P größer Q sein muss. Okay? Damit A besser ist. In der Grafik können wir das durch diese Diagonale hier kennzeichnen. Ich habe keine Ahnung, was da unsichtbar passiert. Okay. So. Ja, klar, ne? P größer gleich Q oder von mir aus Q kleiner gleich P, das können wir als so eine Gerade hier einzeichnen. Dort, wo genau P gleich Q gilt, also auf dieser roten Gerade, da ist A genauso gut wie B. Rechts davon, wo P größer ist, wissen wir, muss A besser sein, also ist da die erwartete Auszahlung von A größer als B. Links davon, wo P kleiner ist, muss gelten, dass A schlechter ist als B. Das haben wir hier so eingezeichnet. Und wie ist das mit der Dynamik? Haben wir hier schon Dynamik drin? Nein, wenn wir A und C vergleichen, dann wissen wir, die erwartete Auszahlung von A ist größer gleich als die von C, wenn gilt Q größer gleich 2 minus 5P. Wieder können Sie das selber herausfinden, indem Sie das einfach einsetzen. Das können wir hier in der Grafik als so eine steile Gerade eintragen. Wir wissen rechts davon,
Ist A besser als C? Links davon ist A schlechter als C. So, und der grüne Vergleich, die grüne Gerade ist, da vergleichen wir B mit C. Und wir wissen, wenn Q größer gleich 2 Fünftel minus 1 Fünftel P ist, dann ist B besser als C. Und das ist hier durch diese fallende grüne Gerade dargestellt. Oberhalb der grünen Linie ist B besser als C. Unterhalb der grünen Linie ist B schlechter als C. Okay, damit sind wir aber noch lange nicht fertig. Darauf aufbauend können wir uns jetzt die Dynamik, Gesundheit der relativen Häufigkeiten anschauen. Und damit das einigermaßen durchschaubar bleibt, konzentrieren wir uns erstmal nur auf die Verhaltensweisen von A und B und halten dabei die Häufigkeit von C konstant. Wie das geht, wissen wir ja jetzt. Das heißt, wir variieren P und Q und halten R konstant. Das heißt, wir können uns immer nur parallel zu der schwarzen Diagonale bewegen. Okay? Rechts von der roten Linie ist die erwartete Auszahlung von A größer als die von B, so dass die relative Häufigkeit von A, also P, zunehmen wird, während die relative Häufigkeit von B, also Q, abnehmen wird. Und das ist hier durch diese roten Pfeile dargestellt, die genau parallel zu der schwarzen Diagonale laufen. Wir haben also in der Grafik eine Entwicklung nach rechts unten. Dementsprechend gilt links von der roten Linie, dass die relative Häufigkeit Q steigt und P sinkt, sodass wir uns nach oben links bewegen. Das ist durch diese Pfeile gekennzeichnet. Und das ist jetzt alles unabhängig von der blauen oder grünen Linie, ne? Weil wir die ja, es geht hier nur um den Vergleich von A und B. Okay, die anderen schauen wir uns jetzt auch noch an. Wie ist die Dynamik, wenn wir B mit C wenn wir B konstant halten und A und C vergleichen? Rechts von der blauen Linie ist die erwartete Auszahlung von A größer als die von C, sodass die relative Häufigkeit von A, also P, auch zunehmen muss. Links von der Linie muss die relative Häufigkeit von C zunehmen. Und in der Grafik ist das eingezeichnet durch diese horizontalen Pfeile. Warum müssen die genau horizontal sein? Naja, weil wir ja die relative Häufigkeit der Verhaltensweise B konstant halten. Und das ist Q. So. Den dritten Vergleich können wir uns auch noch anschauen. Wenn wir also die Häufigkeit von A konstant halten und nur B und C vergleichen, geht es hier um die grüne Gerade. Oberhalb der grünen Linie ist die erwartete Auszahlung von B größer als die von C, sodass die relative Häufigkeit von B auch zunehmen muss. Das ist hier durch diese genau vertikalen Pfeile gekennzeichnet. Unterhalb der grünen Linie ist es genau umgekehrt, sodass die relative Häufigkeit von C zunehmen muss. Wieder gekennzeichnet durch diese vertikalen Pfeile. Warum muss die Bewegung genau vertikal sein? Weil wir P konstant halten. Ne? Also die Verhaltensweise A wird hier ausgeblendet und deswegen halten wir es konstant. So, das war jetzt alles nur vorgeplänkelt, damit wir das zusammenfügen können in so ein Bild. Also wenn Sie die Pfeile von den letzten drei Folien zusammenfügen in das Gesamtbild, dann kriegen wir hier so eine Dynamik raus. Und dann können wir uns überlegen, wohin sich so ein System denn bewegen könnte. Wir fangen jetzt erstmal mit den Achsen an, denn dann wissen wir, was passiert, wenn das System sich genau an den Rand bewegt. Also ja, Vorbemerkung, es sollte klar sein, dass das hier das ist der Rand von dem, was möglich ist in diesem System. Ne? Also außerhalb dieses Dreiecks kommen wir nicht. Wir müssen innerhalb dieses Dreiecks bleiben, damit P plus Q plus R gleich 1 gegeben ist. Ne? Also sagen wir mal, wir wären auf der horizontalen Achse, auf der P-Achse. Also zum Beispiel irgendwo hier. Dann,
wie entwickelt sich das System da? Wir sehen die grünen und die roten Pfeile, die zeigen in Richtungen, in die wir nicht können von dieser Achse aus. Also wenn wir schon auf der Achse drauf sind, am Rand des Systems, dann können wir nicht weiter runter oder nach rechts unten. Ja? Das heißt, das können wir ignorieren und relevant sind nur die blauen Pfeile. Entweder nach links oder nach rechts, je nachdem, ob wir links oder rechts von der blauen Linie sind. Okay? Diesen Pfeil und diesen Pfeil und diesen Pfeil und diesen können wir ignorieren, weil wenn wir hier schon auf der Achse sind, dann können wir nicht weiter runter. Okay? Das ist unmöglich. Weil das genau schon der Rand des Systems ist. Das heißt, relevant sind hier nur die blauen Pfeile und das ist hier markiert, dass auf der Achse auch nochmal die blauen Pfeile eingezeichnet sind. Das heißt, wenn wir hier auf der horizontalen Achse sind und links von dieser Grenze, dann wird sich das System nach links bewegen, also Richtung P gleich 0 und Q gleich 0, also hier. Das heißt, wir haben nur Leute, die die Verhaltensweise C spielen. Oder rechts von der blauen Linie bewegt sich das System zu diesem Punkt hier. Da haben wir P gleich 1 und Q gleich 0. Das heißt, und R ist dann auch 0, klar. Das heißt, wir haben nur Leute, die die Verhaltensweise A spielen. Und wenn wir jetzt rüberwandern auf die vertikale Achse, können wir da das Gleiche betrachten. Wenn wir schon irgendwo hier auf der Achse gelandet sind, von den Häufigkeiten her, dann versuchen die blauen Pfeile und die roten Pfeile, die versuchen unser System in Richtungen zu drängen, in die wir gar nicht mehr können, weil wir schon am Rand der möglichen Häufigkeiten sind. Das heißt, das können wir ignorieren und es gilt, hier oberhalb dieser grünen Grenze muss das System sich nach oben bewegen und unterhalb muss das System sich nach unten bewegen. Das steht hier in diesen grünen Pfeilen drin. Sodass wir oberhalb der grünen Linie, wenn wir auf der Achse sind, automatisch hier landen bei Q gleich 1. Also alle spielen die Verhaltensweise B. Oder wenn wir unterhalb hier dieser grünen Linie sind, dann wandert das nach unten und wir landen irgendwann wieder bei P und Q gleich 0 und R ist 1. Das heißt, alle spielen die Verhaltensweise C. Okay? Somit haben wir da schon mal, allein durch die Betrachtung der Achsen, haben wir schon mal drei Gleichgewichte identifiziert in diesem System. Und zwar auch drei stabile. Ne? Denn wenn es einmal so ist, dass nur eine Verhaltensweise gespielt wird, wenn wir irgendwo an den Ecken dieses Dreiecks gelandet sind, dann gibt es auch keinen Anreiz mehr und auch es gibt keinen Anreiz mehr, davon wegzukommen. Und auch wenn das System zufällig davon wegwandert, wird es irgendwann wieder dahin landen. Das heißt, wir haben es hier mit stabilen Gleichgewichten zu tun. Das waren jetzt aber nur die zwei Achsen. Wir haben noch einen dritten Rand der Häufigkeitskombination, nämlich die schwarze Diagonale. Was passiert auf dieser Diagonalen? Wieder gilt, wenn wir hier schon ganz am Rand der Häufigkeitskombination sind, dann versuchen jeweils zwei Pfeile uns in Richtungen zu... Dann versuchen zwei Pfeile uns in Richtungen zu drängen, die gar nicht mehr möglich sind, also nach rechts oder nach oben, geht gar nicht mehr, weil wir ja schon am Rand der Häufigkeitskombination angekommen sind. Und das heißt, relevant sind jetzt wirklich nur noch die roten Pfeile. Und das heißt, wir bewegen uns entweder nach links oben, wenn wir links von der roten Linie sind, oder wir bewegen uns nach rechts unten, wenn wir rechts von der roten Linie sind. Landen also wiederum in einem der stabilen Gleichgewichte, entweder bei dem Gleichgewicht, wo alle B spielen oder bei dem Gleichgewicht, wo alle A spielen. Das waren jetzt nur die Ränder, aber das hat uns schon die Erkenntnis gebracht, dass wir drei stabile Gleichgewicht haben. Natürlich müssen wir uns jetzt auch noch anschauen, wie ist es innen drin? Ne? Wie entwickelt sich das System, wenn wir irgendwo innerhalb des Dreiecks landen?
sagen wir mal, wir wären hier in diesem Dreieck. Wo entwickelt sich das System dann hin? Dann haben wir drei Pfeile, die passieren könnten. Wir können uns entweder nach links, unten oder nach rechts, unten bewegen. Nach links und nach unten wäre eine Bewegung irgendwann irgendwie tendenziell wieder Richtung dieses Gleichgewichts, ne, wo R gleich 1 ist. Und da würde es dann auch bleiben. Aber dieser Pfeil nach rechts unten könnte unter Umständen auch so eine Bewegung sein. Das heißt, wir landen dann in einem ganz anderen Bereich. Und was haben wir da für eine Dynamik? Da haben wir hier so eine Dynamik, wo die Pfeile alle also zusammengenommen in dieses Gleichgewicht zeigen, wo nämlich P gleich 1 ist. Okay? Und dann, das heißt, wenn wir hier in diesem Dreieck anfangen, landen wir entweder im Gleichgewicht R gleich, also in der Ecke links unten oder in der Ecke rechts unten. Okay? Es könnte auch passieren, wenn wir hier in diesem Dreieck sind, dass uns die Dynamik ganz auf die Achse treibt, hierhin. Dann wissen wir, durch den blauen Pfeil landen wir im Gleichgewicht, wo R gleich 1 ist. Der blaue Pfeil könnte uns noch rüberschicken in dieses Dreieck hier. Was gilt da für eine Dynamik? Naja, die beiden Pfeile zusammen schicken uns tendenziell wieder hier in die Ecke links unten, wo also R gleich 1 ist. Theoretisch könnte es passieren, dass der rote Pfeil uns dann hier rüber schickt. Und da sehen Sie sofort, haben wir tendenziell eine Dynamik in Richtung dieses Gleichgewichts links oben. Okay? Das Wichtige ist, egal wohin Sie wandern, das System bewegt sich tendenziell immer in eine der Ecken. Okay? Und bleibt nicht an irgendeinem anderen Punkt hängen. Was ist, wenn wir zufällig auf einem anderen interessanten Punkt landen, auf irgendeinem Schnittpunkt? Wird das System stabil auf diesem Punkt bleiben? Was wäre zum Beispiel, wenn wir uns den Schnittpunkt der roten Linie mit der schwarzen Diagonale anschauen, also die äußere Grenze? Das wäre hier. Also wir wissen, da ist die erwartete Auszahlung von A und B gleich. Und ich glaube, deswegen ist es ein Nash-Gleichgewicht. Es ist kein Nash-Gleichgewicht, weil wenn man in eine Einrichtung wechselt, dann wird es den Verbliebenen auf der anderen schlechter gehen. Okay, dann muss ich da nochmal nachschauen. Wenn wir auf diesem Punkt sind und das System zufällig in eine Richtung abweicht, nach links oder nach rechts, dann wissen wir ja, das System entwickelt, wird sich wieder weg von dem Punkt, immer weiter weg von dem Punkt entfernen und wir landen entweder in der Ecke links oben oder rechts unten. Genauso ist es bei den anderen Schnittpunkten. Also den Schnittpunkt der grünen Linie mit der vertikalen Achse, das wäre hier. Wenn wir von diesem Punkt ausgehen, dann, wenn wir da nur ein kleines bisschen nach oben oder ein kleines bisschen nach unten abweichen, durch eine zufällige Dynamik, dann entwickelt sich das System immer weiter weg davon und wir landen in einem der Gleichgewichte, wo nur eine der Verhaltensweisen gespielt wird. Und das Gleiche gilt auch hier, wenn wir zufällig in der Mitte landen, an dem Schnittpunkt der drei Linien, wo also die drei Häufigkeiten genau gleich sind. Auch da ist es so, sobald wir nur ein kleines bisschen abweichen in irgendeine Richtung, bewegt sich das System immer weiter weg davon und wir landen irgendwann in einem stabilen Gleichgewicht, wo nur eine Verhaltensweise gespielt wird. Und genau, die Methode, die wir uns jetzt, mit dieser Methode können wir uns beliebige andere Auszahlungsstrukturen anschauen und das werden wir nächste Sitzung machen. Was haben wir heute also gemacht? Wir haben uns mit der spontanen Entstehung von Institutionen und dem Wandel von Institutionen beschäftigt, grob drei Kategorien identifiziert, mit denen man die Veränderung von Institutionen im Zeitablauf erklären kann.
Wir hatten zuerst den Evolutionsoptimismus oder den naiven Ansatz von Demsetz. Da haben wir gesehen, da gibt es viele Kritikpunkte, die nicht gelöst sind und nicht lösbar sind. Der zweite Ansatz ist über Fallstudien. Da haben wir gesagt, das ist auch nicht richtig überzeugend, weil es schlecht verallgemeinerbar ist in eine allgemeine Theorie. Und als dritten Ansatz haben wir uns angeschaut, spieltheorische Modellierungen, insbesondere evolutorische Spieltheorie. Und da werden wir in der nächsten Sitzung ansetzen am Freitag, die hier auch wieder stattfindet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.